Willkommen zurück zu Horizon Part. Warum ist das so laut? Das ist die Natur hier. Willkommen zu Part 90. Erstmal vom Lagerfeuer, vom Wasserfall weg. Genau, wir machen Begib dich zum See. Ja, tut mir leid, Ziege. You have to die. Was habe ich denn hier für Schrottpfeile ausgewählt? Ja. Habe ich jetzt mit den Scharfschutzpfeilen geschossen oder mit den Standard? Ich habe keine Ahnung. Das hält sich eine Weile. Ich muss auf jeden Fall jetzt am See ein bisschen Fische killen, weil ich für viele Sachen, die ich verbessern kann, brauche ich nicht nur Fleisch, ich brauche Fische. Cool, jetzt habe ich eine neue Stufe durch Wildtiertöterei bekommen. Aber egal, wir sind hier in einem gefährlichen Gebiet, da müssen wir auf jeden Fall die hässliche Rüstung anbehalten. Ach, hier ist der See. Ruinen sein, die Laulei erwähnte. Lautloch und geflutet, wie sie sagte. Schnappmäuler sind bestimmt von Fluss aufwärts gekommen. Folgt dem Fluss, finde seine Quelle. Scheint einfach zu sein. Das ist wohl der Eingang zum Loch. Okay, ich musste nur zu dem See, jetzt kann ich hier wieder weg. Also ich schleiche gerade extra, damit die Tiere mich nicht sehen. Ich möchte auch gerne, wenn der Part rauskommt, ist der 23.12. Ich würde so gerne zu Weihnachten Schnee. Ich komme hier raus. Das ist nie, das war jetzt Anfang Dezember, Ende November arschkalt. Und jetzt zu Weihnachten wird es wieder wärmer. Also es ist an sich angenehm, dann finde ich auch Fahrradfahren angenehmer und so. Aber kann der Schnee auch einfach mal pünktlich kommen? Für dann, wenn man ihn möchte. Wo muss ich hin? Ja, wir gehen einfach mal hier rein. Ja, da ist ein Lagerfeuer, ist mir auch klar. Ah, hier geht's weiter, okay. Oh, wieso geht's so da schwimmen? Bist du dumm? Es ist arschkalt. Wirklich arschkalt. Ja, das ist stromaufwärts. Ich gehe einfach weiter. Sieht aus wie eine Treppe da. Na, ist anscheinend immer noch richtig. Also war eigentlich auch ziemlich unnötig, da zu dem See zu gehen. Komm, Holz nehmen wir nochmal mit. Wir haben ja in letzter Zeit schon wieder mehr Pfeile gemacht. Boah, wie die ja, da einsinkt. Das muss die Quelle des Wassers sein. Das könnten die Alpen gebaut haben. Hm, ist wieder irgendwie so ein Fabrikgebäude oder sowas. Ist das Lagerfeuer? Egal, es hat schon so irgendwie gespeichert. Oh nein, eine alte Ruine. Tja, da wollte wohl jemand rein. Hat fast den ganzen Sims weggeblasen, nur um durchzukommen. Überflutung erkannt. Evakuierung empfohlen. Überlaufbecken beschädigt. Das Überlaufbecken? Ist das das Loch? Keine Ahnung, wir klettern jetzt nach oben. Da wird ja wohl die Flut nicht so schnell hinkommen. Ja. Sieht wie eine Schaltstelle aus. Hat Zuflusssturm-Fehlfunktion. Drainagesystem offline. Der Großteil der Anlage steht wohl unter Wasser. Wie ist das passiert? Oh
Okay, untersuchen wir mal den Kontrollraum. Und da ist der Störenfried. Er ist anscheinend nicht so gut im Raus- wie im Reinkommen. Mhm. Hier ist ein Mensch, oder was? Dieser Osserer muss sich hier durchgedrängt haben. Ja, ich weiß schon, woher die Rufe kommen von dem Typen. Ja, wir machen das auf. Geht es dir gut? Du weißt nicht, wie sehr ich mich jetzt freue. Ich dachte schon, mein Feuer wäre erloschen. Meine Schmiede erkaltet. Aber nein, nein, nicht der alte Gildon. Ah ja. Dann bitte. Warte. Nochmal von vorne. Was tust du hier unten? Entschuldigung. Wenn man mit sich selbst spricht, kann man die Reihenfolge beliebig abändern. Da ist ein Artefakt in dem Lagerraum und ich muss es einfach haben. Doch wie du vielleicht merkst, geht die Tür nicht auf. Ich habe eins von diesen rundlichen, ringartigen Dingstars von der Wand genommen. Kein Glück. Also habe ich es mit diesem Knopf versucht. Noch weniger Glück. Durch meine sanften Versuche lief die Kammer dann voll. Ein bisschen. Ich drückte den Knopf nochmal, vielleicht zu enthusiastisch. Funken und Rauch. Offenkundig kam ich zum Forschen her. Meine sachten Schritte auf der Brücke haben vielleicht zum Einsturz beigetragen. Als die Brücke zusammenbrach, habe ich möglicherweise aus praktischen Gründen dieses Ringding dem Wasser überlassen. Als ich bereit war aufzugeben, war die Tür hinter mir geschlossen. Und daher sind wir wieder im Jetzt angelangt. Ich überlege, ob ich was wissen will. Ohne noch einen Ring kommen wir auf keinen Fall in diesen Lagerraum. Er gehört zum Schließmechanismus, der die Tür steuert. Was du nicht sagst. Na, das ist doch großartig. Fabelhaft sogar. Du hast zwei Hände. Ich habe zwei Hände. Perfekt. Ja. Die Retterin, meine Rettung. Und wenn du magst, warum nicht? Natürlich. Meine Komplizin. Gemeinsam ist der Ring schon fast unser und mit ihm der Lagerraum und seine Beute. Ist dir der Ring nicht ins Wasser gefallen? Tja, ich gebe zu, das sorgt für eine bisher unbekannte Komplexität unseres Vorgehens. Okay, ich helfe ihm einfach. Also, wir müssen den Ring ersetzen und in den Lagerraum kommen. Ich repariere das Feld und schalte alles ab. Und ich kann endlich dieses Spiegelglas an mich nehmen. Okay, Gildon. Wie kommen wir an diesen Ring? Zwei Paar Hände, Mädchen, zwei Paar Boah, Hände. Boah, nerv dich nicht. Hinter uns liegen zwei gigantische Tore, doch ich glaube, sie müssen zeitgleich geöffnet werden. Zusammen können wir diesen Ort trockenlegen. Dann sollten wir damit anfangen. Sollten wir besser. Jo. Wir landen eh viel schneller als er, also können wir auch lahmlaufen. Da vorne, Kleine, siehst du die Ventile? Wird Zeit, dass wir loslegen. Das? Ich übernehme das hier. Auf der anderen Seite ist ein Ventil, das das Tor einrastet. Boah, ich werde fast ins Wasser gehen und das übernehmen? Och nein, ich bin falsch gelaufen. Diese Strömung, sie ist zu stark. Ist nicht so erfrischend, wie es aussieht. Ja. Och nein. Schmiede. Vorsicht, nicht, dass du noch in der Ruine ertrinkst. Das andere Ventil ist jenseits der reißenden ja, Strömung. Ganz ehrlich. Er hätte auch dahin gehen können.
Vielleicht findest du oben einen Weg zum anderen Ventil. Der Pfad ist weg. Jetzt kann man nur noch oben entlang. Okay, boah, das wäre ich dir wieder reingefallen. Ey, zum Glück stirbt man nicht, ne? Da drüben scheint eine Leiter zu sein. Vielleicht ist das der Weg. Ja, ich versuche da ja schon irgendwie hinzugehen. Ja, ein holographisches Interface. Muss eine Art Code sein. Vielleicht sollte ich die Objekte in diesem Bereich scannen. Okay, ich muss einfach da, wo er steht, nach oben gehen. Das hatte ich eigentlich von Anfang an vor, aber irgendwie dachte ich, das wäre zu easy. Genau, dann gehe ich da hoch. Das andere Ventil ist jenseits der reißenden Strömung. Und dann irgendwie da hochklettern. Hier runter. Weißt du, das erinnert mich an ein Abenteuer von mir nahe des anderen. Genau, jetzt, ja, das ist schon die richtige Richtung. Und jetzt auf der anderen Seite vielleicht wieder runter. Vielleicht wieder denselben Weg. Oh, egal, ich hatte die Rüstung. Und nichts außer Vogelfabler. Ja, ich wusste ist das. Und jetzt dreh ordentlich am Ventil. Geht noch klar. Ein wenig und das verflixte Tor müsste sich endlich bewegen. Ja, das Tor müsste jetzt runter können. Du hast recht. Wenn ich das Tor runterkriege, musst du das Ventil wieder drehen. So wird das Teil einrasten. Jetzt, oder? Jetzt, warte, jetzt. Ein Tor unten. Schon halb geschafft, oder? Zum zweiten Tor. Mhm. Ja, okay, aber finde ich cool. Muss man nicht kämpfen. Eine Leiter ist was sehr Besonderes, klar. Angenehme Quest. Sie wird dich genau dorthin bringen, wo du hin musst. Und kein Stückchen weiter. Mhm. Also ich muss dem Typen jetzt einfach nur folgen. Das Ventil für das zweite Schleusentor ist irgendwo oben. Aber wie kommen wir da bloß hinauf? Ich sehe mich mal ein bisschen um. Vielleicht finde ich was. Okay. Ich glaube, von hier erreiche ich die wackelige, rostige Plattform. Ja. So geht's vielleicht rauf. Wow. Netter Sprung. Nett! Was sage ich da? Das war umwerfen! Ich habe noch nie solch todesverachtenden Wagen gut gesehen. Danke. Glaube ich. Ja, genau. Glaube ich. So, das Ding scannen. Jetzt verstehe ich halt gerade nicht, wie ich weiterkommen soll. Ach, hier ist eine Leiter auch. Okay. Nah dran! Spring einfach herüber! Ja, mach ich schon. Du bist direkt über mir! Schick mir die Leiter runter! Ach, das Ding. Vorsicht da unten! Ach, konnte der den Weg nicht nehmen? Wir haben doch schon Erfahrung damit. Das sollte ein Kinderspiel sein. Übernimmst du das Ventil auf der anderen Seite? Wenn es auf der Seite genauso ist, sollte hier ein Zugangstunnel sein. Ja, also hier hoch. Ich wäre eh hier hochgegangen eigentlich. Ja, dann wieder so. Jetzt wieder rechts da hoch. Wie, jetzt ist hier verschlossen. Ah nee, hier geht's wieder durch. Boah, hör doch mal auf zu labern, du bist so ein nervig Typ. Also wirklich. Jetzt rechts rum. Oh mein Gott, was ist jetzt los?
Hallo, ich will hier lang. So, danke. Ah, ich weiß, mein Medizinbeutel ist. Okay, voll. Gildon, du kannst drehen. Es funktioniert nicht! Mist, das Ding ist zu schwer! Schau mal bitte hinter mich! Siehst du was Großes und Kaputtes? Wo ist der Typ? Hä, was soll ich jetzt machen? Ich habe eigentlich keinen Bock, zu dem zu kommen. Ich gehe den Weg jetzt einfach nur, weil es ein anderer Weg ist. Ja, okay, da kannst du aber nicht weiter lang. Also war das schon mal unnötig. Das Gegengewicht scheint abgebrochen. Wenn ich hochkomme, reicht vielleicht mein Gewicht, damit es sich wieder bewegt. Warte, okay? Ich habe einen Plan. Ich muss noch höher. Ich könnte am Wrack hoch. Was anderes fällt mir nicht ein. Ah ja. Okay, ich glaube, das ist wirklich die Idee. Oh Mann, da halte ich halt eigentlich nichts von, ne? Okay, jetzt hier lang. Ich kann nicht direkt aufs Gegengewicht springen. Ich könnte hochklettern und rüber. Ach so, okay. Und jetzt da dran. Ich weiß auch gar nicht, wo das Gegengewicht ist. Und warum muss ich hier so eine Scheiße klettern zu den Typen? Ah ja, das war jetzt richtig. Und runter! Und jetzt? Das ist doch alles bewachsen mit so Zeug. Ich warte jetzt hier einfach, bis irgendwas passiert. Hast du genug zum Springen? Du schaffst das! Mach noch so einen Wahnsinnssprung! Ja. Nein! Ja, egal. Wenn das funktioniert hat, hat das funktioniert. Geschafft! Wir können loslegen! Das war ein Achtel, wie du von Rostrohr zu Rostrohr gesprungen bist. Es ist noch Wasser da, aber seicht genug, oder? Also das... Gute Frage. Ja, jetzt kann ich wenigstens schwimmen. Oh Schnappmaul! Ein Schnappmaul! Ein sehr, sehr großes Schnappmaul! Ich sehe es, Gildon! Sehr groß! Sehr, sehr groß! Sei einfach nicht im Weg! Ich sehe es gar nicht. Vergib mir, Schmiede! Was ist, wenn das Schnappmaul den Ring verschluckt hat? Einfach runtergeschlungen! Ich sehe das halt gar nicht, das Schnappmaul. Oder muss ich jetzt hier als runter? Als Kind fiel mir das irgendwie leichter. Ich verstehe auch ehrlich gesagt gar nicht, was ich jetzt machen muss. Okay, ich soll das Schnappmaul erledigen. Ist das hier unten? Okay. Ist ein Anfang. Okay.
Okay, jetzt weiß ich wenigstens, wo das ist. Jetzt sehe ich es halt leider gar nicht mehr. Um irgendwas gegen das Schnappmal auszurichten. Es ist nämlich abgehauen. Was aber wiederum auch irgendwie angenehm ist für mich. Ganz gut gerade, weil es nichts macht. Außer das jetzt. Das ist natürlich doof. Kann man mit dieser Rüstung auch runterstürzen. Du hattest recht. Das Teil hat den Ring verschluckt. Ha, ha! Das ist die Gildun-Intuition in Aktion! Sie lässt mich nie im Stich. Ja, manchmal ist der Weg umständlich, aber... Wir haben so viel Wasser abgelassen wie nötig, aber... Ach egal! Zum Lagerraum! Zur Beute! Das soll mich einfach mal in Ruhe lassen. Rohre, Ventile. Vielleicht kann ich das restliche Wasser hier ablassen. Das sind eine Menge Ventile. Mal sehen, was mein Fokus sagt. Vielleicht kann mein Fokus mir weiterhelfen. Okay, ich muss das Wasser richtig umleiten. Ich sag das als Mann, der sonst von komplexen Dingen fasziniert ist, aber das könnte zu schwer für mich sein. Keine Sorge, ich krieg das hin. Musik in meinen Ohren! Für jede Arbeit das richtige Werkzeug. Man sollte keine Spitzhacke zum Schrauben benutzen. Ja, so. Nicht ganz richtig. Wie dieses Lichtding. So, jetzt das weiterdrehen. Du hast einen sachkundigen Verstand. Ein geschickter, nuancierter Verstand. Ich nicht, freilich. Nicht der alte Gildun. So, das macht irgendwie keinen Sinn. Ich bin wohl auf dem richtigen Weg. Ah, hier ist wieder heilendes Zeug. Weil ich nicht ganz checke, wo das hin muss. Ja, nee, das muss blau das sein. Das verlangt eine Menge Geduld, oder? Ja. Leider habe ich dir das dahin. Das könnten wir anders drehen. Aber nicht zu dem kaputten. Doch auch nicht. Das heißt, das muss so. Aber das könnten wir anders drehen. Da, einen Schritt näher. So. Du arbeitest schon eine Weile dran. Aber ich darf ja nicht meckern. Hab mal nee, einen halben Tag auch nicht. Patscheiße verbracht. Mhm.
So, lass noch mal gucken. Das fängt hier an. Bald geschafft. Geht dahin. Mann, das darf nicht zu den Kaputten gehen. Das Problem ist, das kann nur in eine Richtung gehen. So, das geht dann hier hin. Ah, so könnte man das auch machen. Auf dem richtigen Weg. Weiß ich nicht, wo muss das denn hin? Ach, dahin. Nee, andersrum. So, das muss so hin. Da muss das. Da, ein Schritt mehr. Ah, jetzt habe ich es falsch rumgedreht, egal. So, wo muss das? Und das muss ich drehen. Bald geschafft. Noch einmal und noch einmal. Das Wasser fließt. Nur nicht, wo es hin soll. Ja, noch einmal, dann fließt das, ja. Ich sollte zurück. Nachsehen und das restliche Wasser weglassen. Das hat geklappt, oder? Selbstverständlich! Es gibt kein Rätsel, das du nicht enträtseln kannst. Habe ich recht? Die Tür ist offen. Ja. Die Überschwemmung muss sie versperrt haben. So, ich schreibe eben auf, dass die Quest überflutet heißt. Können wir wieder nach oben gehen? Na, sieh mal einer an! Du hast den Ort trockengelegt. Diese Ruine birgt vielleicht noch weitere Geheimnisse. Natürlich, der Lagerraum wartet nur noch auf uns. Ich freue mich! Fast geschafft! Ja gut, ich laufe richtig. Ich war mir gerade unsicher. Wegen den Höhen auch nicht auf der richtigen Etage. Ich habe das Spiegelglas in meinen Händen. So wie früher. Was ist an dem Spiegelglas so wertvoll? Warum willst du das unbedingt haben? Wo hab ich den denn her? Ach, das nochmal hatte den Ring. Das nennen die Ring. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Die Schlossposition. Links, praktisch. Oben, unten. Was? Was machst du denn da mit deinen Händen, Kleine? Nichts. Und dann noch oben und rechts. Tja. Und jetzt können wir hier raus. Ich glaub's nicht, das hat geklappt. Wo ist der? Wo ist der hin? Was? Ich meine, das war's. Wir können noch was. Zweimal zusammenspielen? Nee, ich scherz. Abschiedstour. Ich könnte schwören, hier war einer. 6 Monate. Machen wir einfach. Ist alles okay? Ich war mir da so sicher. Das Spiegelglas, ich. War so sicher. Spiegelglas? Meine Mutter fand eins, als ich gerade
Das war eins der letzten Dinge, die... Ich war mir so sicher. Genau da im Fenster war es. Natürlich. Eine Täuschung, überhaupt nichts. Tut mir leid, Gildo. Es hat dir wohl viel bedeutet. Ach, ja. Genauso viel, wie jedes Artefakt der Alten mir bedeutet. Ist gut, na, schon gut. Außerdem, was ist Beute im Vergleich zum Abenteuer? Darum machen wir es, Kleine. Abenteuer, nicht die Scherben. Und was für ein Abenteuer. Oh, bei der großen Schmiede, ich werde es nie vergessen. Also dann, ich glaube, wir haben Reparaturen vor uns. Mit wem soll ich die denn austauschen? Hier war noch eine Vorratskiste. Absolut kein Platz dafür. Für was? Ja, komm. Aber wie kann man das andersrum umschalten? Ich kann das nur so. Ach, scheiße. Ich kann das nicht nehmen. Ich bin schon gesund. Ah, das reparieren wir jetzt, okay. Oh, das ist doch schon viel hübscher, oder nicht? Was bedeutet das? Na, dass es geklappt hat. Bei der Schmiede. Du bist unglaublich. Hörst du das häufig? Ich vermute mal schwer, ja. Ich hab sowas schon ein, zweimal gehört. Oh, sie ist bescheiden. Meisterin der Künste der Alten. Stöberin, die das ganze Anrecht erblassen lässt. Und sie ist bescheiden. Ich hab das nicht allein gemacht, Gildon. Nein. Nein, vermutlich nicht. Was machst du als nächstes? Gehst du zurück zum Anrecht? Und den Menschen von Sangesgrund diese Geschichte vorenthalten? Nie im Leben! Ich bleibe noch etwas länger. Jeder Beteiligte sollte die Geschichte erzählen. Kommst du mit und hilfst mir, ja? Weiß ich nicht. Überlaufbecken leer. Innenraum zugänglich. Minimale Flutschäden. Das Becken ist wohl auch ausgetrocknet. Ich sehe es mir mal an. Direkt noch ein Abenteuer? Du bist mutiger als ich, aber das überrascht mich ja, nicht. Ja, komm Leute, das machen wir beim nächsten Mal. Wir speichern jetzt hier. Und dann bis zum nächsten Mal. Dann wisst ihr auf jeden Fall, wir sind hier in dieser Höhle. Und bis dann. Ciao. Ciao. Wie dumm. Ich gerade rede. Egal. Tschüss.